one horse open sleigh. Jingle bell, 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 bell. Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von dem Adventskalender. Türchen Nummer 20, es neigt sich langsam dem Ende zu und ich habe einen wunderbaren Special, mega krassen Gast dabei und zwar der Dennis. Hi! Grüß dich, Mikey! Er ist schon ganz, ganz lange auf meinem Kanal mit am Start, Spendenkönig, Mitglied auf meinem Kanal, alles mögliche, ja, er hat alles durchgemacht und das würden wir gerne belohnen, indem ihr einfach mal bei ihm vorbeischaut bei Instagram, unten in der Videobeschreibung verlinkt, würde mich freuen. So, unsere heutige Prognose ist Bayern gegen Wolfsburg, das Spiel ist morgen und ja, ich bin halt immer die Heimmannschaft, das ist jetzt hoffentlich nicht unfair, aber Bayern, wird super. So, dann starten wir rein auf eine gute Prognose. Was würdest du denn echt sagen? Ich sag, du bist, nach dem, bist du auch so Bayern-Fan? Ja, ne? Ich glaube schon. Ja, klar. Ja. Oh, shit. Wenn das so weiterläuft, ne? Dann, ich denk mal, es wird eine schöne Klatsche. Hoffe ich. Für Wolfsburg natürlich. Und Leute, wir spielen hier gerade auf dem PC. Das heißt hier. Oh, das heißt mit Xbox Controller muss ich mich wieder umgewöhnen. Also ganz verrückt. Coutinho! Oh. Bayern legen los. Wir müssen ja eine realistische Prognose hinhauen, ne? Wenn du ja, sagst Klatsche, dann müssen wir hier auch eine Klatsche machen. Ja, klar. Oh. Oh. Oh Gott. So, jetzt, war schade. Nee. Oh. Und jetzt. Oh. Thiago. Ey, Thiago. Was macht der Typ? Oh Gott. Und ich krieg den Ball nicht mehr weg hier. Lol. Oh. Das war nicht so geil. Upsi. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ah, das war aber nicht schlecht. Oh Gott. Und da und ist. Oh, Lewandowski. Ist abseits. Scheiße. Oh. Da hat der Wolfsburg Glück. Abseits. Dreck. Jetzt Lewandowski. Lewandowski, was war das? Das hat auch kurz geruckelt. Das war ein Stolper. Aber jetzt zieht der Command rein und trifft den Pfosten. Das gibt's nicht. Oh, Abseits-Tor, Pfosten. Fängt ja schon mal gut an Glück hier. Glück im Unglück. Komm jetzt. Jetzt. Das kann doch nicht sein! LOL! Was war das denn? Oh Mann! Wo ist deiner schnell? Jo! Guck mal! Wer ist das? William! Boah! Junge! Wieder die Grätsche angesetzt! Diesmal trifft er mich! Auch mal gelb hier für Wolfsburg. Das war zu Recht. Das hätte auch rot geben können, weil. Na, ja, gut, letztes Mal war es zwar nicht, aber. William. Oh oh, Anlauf von Lewandowski. Oh. Halbzeit 0-0. Ich weiß nicht, ob das so gerecht ist. Ich will mich nicht beschweren, aber 10 zu einem Schuss, 4 zu 0 aufs Tor, das ist wie. Ja, weiß ich nicht. Ja. Zur Entlastung. Elfmeter. Was? Elfmeter? Elfmeter. Was? Oh, das ist ja richtig geil jetzt. Ach, ja. 53. Spielminute und es gibt einen Strafstoß. Oh, der gefault? Oh ja, gut. Lewandowski jetzt. Lewandowski am Punkt. Wie man es auch anders kennt und er schießt bestimmt links unten rein. Jawohl. Was? Nein, Dreck! Warum? Ich hab's sogar noch hervorgesehen, ey. Ja, das ist sogar noch gesagt. Oh, nicht schlecht. Jetzt Lewandowski. Lewandowski, du musst ihn doch jetzt endlich mal im Tor unterbringen. Das gibt's nicht! Ah, jetzt. Schöne Drehung und jetzt Coutinho. Ah, Alter. Mann! Die Schüsse sind alle nicht platziert, habe ich das Gefühl. Meine Fresse, das gibt's nicht!
das ist doch bekloppt. Mit Körpereinsatz. Oh! Elfmeter oder was? Nee. Gelb für mich oder so, ja. Nein. Oh, gelbe Karte. Mann, wieso gibt er immer gelb? Das ist doch so ein Dreck. Ich musste ja da reingehen, was soll ich denn machen? Soll ich einfach zurückbleiben? Ja, spiel aber auch gerade nicht das Beste hier, ja, ne? Also ja, weil ich dich so unter Druck setze. Da kannst du gar nicht gut. Fuck! Ich hab so Panik geschoben, als der Ball zu mir kam. Die Bayern müssen jetzt in Führung gehen, sonst wäre ja richtig lächerlich, wenn die hier das Spiel verlieren. Jawoll, endlich! Lewandowski. Absolut verdient das 1:0. Überfällig. Aber ich, das möchte ich nochmal sehen. Ich möchte auch kurz den Videoassistent. Ja. Ja, also, wenn der nicht reingemacht hat, dann. Jetzt wo komm. Ist da meine Abwehr? Serge Gnabry. Gnabry. Lewandowski. Ach, ich musste es leider machen. 2:0. So will ich das sehen. Jetzt spannend war's, aber jetzt müssen wir den Sack einfach zumachen. In 5 Tagen 9 Minuten, ne? Ja. Alter, ich kann den Punkt da nicht halten. Oh! Ein schönes Tor. Ich hab noch nie so ein Freistoß-Tor erzielt. Was? Das ist ja heftig. Ich habe mich verdrückt sogar noch. Ich wollte den Punkt gar nicht dahin. Als ob. Jawohl. Alter, in 10 Minuten 3 Tore kann man auch mal machen, Lewandowski. Ah. Es hört noch nicht auf. Wir geben weiter Stoff hier. Ach, Javi. Martinez, was für ein Dreck! Oh, ich liebe FIFA deswegen, ey. Das war nicht so geplant. 3-0, aber es hat lang gedauert. Sonst wäre es noch viel, viel höher ausgegangen. Aber immerhin habe ich diese drei Dinge gemacht. Und die waren auch nicht so scheiße, fand ich. Naja. Freistoß vor allem, ey. Das impresst mich gerade. Das ist schon heftig. Und damit würde ich sagen, gehen wir in die Challenge rein. So, Leute, damit starten wir rein nach diesem geilen Spiel in die Challenge. Und das Ganze werden wir natürlich wieder per Zufallsprinzip machen, die Teams. Und damit würde ich sagen, der Gast fängt an. Scrollst du bitte einmal durch? Aber echt, ey. Und dann sage ich Stopp. Wow! China, jawohl! Okay, und dann nochmal bei der Mannschaft. Stopp! Jawohl. Wuanzahl, Einhalt. Das ist schon miese Ausbeute. Das ist schon ganz mies. Also sowas habe ich auch noch nie gehabt. Also doch, ich hätte mal einen Stern, glaube ich. Egal. Okay, dann mache ich. Du sagst Stopp. Stopp. Frauen, das geht nicht. Ja, machen wir nochmal. Okay. Stopp! England. Ach, scheiße, jetzt geht's los. Stopp! Ja, okay. Wohl, das ist, ja. Das hätte schlimmer enden können. Aber gut, ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen besser. So, damit starten wir rein in die Challenge. Heute ist es eine Elfmeter-Challenge. Ja, wir haben 20 Minuten Spielzeit und wir stellen mal auf offensiv, sehr offensiv, damit wir ja da hinten nicht, dass die Verteidiger nicht irgendwie absichtlich verteidigen selber. Und ja, wird eine geile Elfmeter-Challenge. Erstmal ist die Challenge, dich überhaupt umzuhauen. Aber das kriegen wir schon hin. So, Leute, das ist mal wieder eine Elfmeter-Challenge, wo ich nicht sehe, wo der Gegner hinschießt. Also, du kannst jetzt den Kreis benutzen, wo auch immer du willst. Aber gerade hast du meinen Elfmeter ja schon gekillt. Was? Wenn er an den Pfosten geht, dann kann man nie was machen als Torwart. Und ich das hast du direkt getrunken. Geschafft. Ja? Als ob. Richtig gut. Nice.
Zweiter Elfmeter jetzt. Ja. Ich habe mir so gedacht, nice. Ja, komm. So, dein zweiter Elfmeter. Jawohl. Oh, schön. 1:1. Zwei Elfmeter haben beide und 1:1 steht's. Ach, zum Glück konnte ich ausgleichen. Ich hatte schon ein bisschen Angst, dass ich jetzt richtig verkacke gegen dich. So, da ist so. Der dritte Elfmeter für dich. Jetzt wird hier die Zuckungen kommen jetzt. Jawoll! Oh. Da hat's kurz geleckt wieder. Ja. Aber den Elfmeter habe ich. So, jetzt brauchen wir mal einen anderen Schützen, würde ich sagen. Ja, nehmen wir den mal. Dendonga, alles klar. Oh, was? Das wollte ich nicht. Ja, scheiße, jetzt sieht man das so dumm. Ach. Ja, ich habe auf jeden Fall nicht getroffen. Der war nicht schlecht. Der war nicht schlecht. Jetzt muss ich nachziehen eigentlich. Ah, fuck. Jetzt wehe, du triffst. Das wäre richtig schlecht für mich. Ja, Mann. Oh, ja. Der war nicht so gut. Fünfter Elfmeter. Tower schießt. Jetzt geht's hier ran an den Speck. Nein! Mann, jetzt haben wir beide fünf. Stark. Was das? Ja, ich habe ja vorhin ein Tor gemacht. So, dein sechster. Treffen darfst du immer noch nicht. Du führst mit einem Treffer. Es steht jetzt 3:2, auch wenn es eigentlich 2:1 steht. Ist ein bisschen doof gelaufen. Ah! Es leckt! Ich sehe es! Oh. Okay, mein 6. Elfmeter, wir haben das Ergebnis wiederhergestellt. Und jetzt stelle ich es wieder her, indem ich ausgleiche am besten, oder? Aber echt, ey. Sagst du dazu? Mach mal. In den Winkel. Ja, in den Winkel. Dann mach's mal in den Winkel. Fast. Fast im Winkel, egal. 2:2 auf jeden Fall. Okay, dein so. 7. Ich find's gut, dass du vorlegst. Wobei, wenn du gut vorlegst, finde ich's nicht so geil. Aber du musst jetzt mal schlecht vorlegen. Schießt in die Mitte, oder? Ja. Nee. Oh, was? Das war zu viel. Oh Mann. Yes. Ja, die Spieler können alle keine Elfmeter schießen. Oh, ja, yes! Ja! Ja. Gedacht links. So. 7:7. 3:2. Ich hab's gedreht. So, 8. Elfmeter. 8. Elfmeter. So, wir schießen jetzt mal einfach in die Mitte rein. Sagst du? Ja. Nee, glaube ich dir nicht. Doch. Scheiße, Mann. Ich hätte schnell nach links springen sollen. Ich dachte echt, du schießt in die Mitte. Ich habe erst dann gedrückt, als ich gesehen habe, dass es nicht mittig ist. So, Dong, schon you. Jetzt halt mal denn das Ding. Jawohl. Scheiße. Mike, so macht man's richtig. Ich habe rotes Time-Finish getroffen. Das war das Problem. Was? Boah. Ich wusste, dass du nach rechts schießt. Aber das ist doch kacke, dass ich da nichts machen kann. Mann. Ich hab sogar Time-Finish auf gelb gehabt. Na, shit, jetzt muss ich nachziehen. Vorher habe ich gesagt, ich muss die Ecke, und dann habe ich es verkackt, aber ich muss die Ecke. Ich muss die Ecke. Hm, dann nimmst du die Ecke. Das war so assi, aber ja, yes. Ich schieße das mal voll in die Mitte. Ja, hier. Ah, du siehst, da wo ich hinziehe, da guckt auch der Spieler hin. Ein bisschen, ja. Ein bisschen, das ist ein bisschen auffällig. Ja. Ah! Nein, wie kann man so gut in die Ecken zielen? Ich verstehe es nicht. Ich habe verloren. Das war der 10. Elfmeter. Ich habe nur noch 2, um da ranzukommen. So, wenn du jetzt noch verschießt, hast du echt verloren. Aber wenn du jetzt noch triffst, dann... Ja, weil du triffst, oder was? Oh, was? Der ist durch dich durchgegangen. Ja, der ist durch mich durchgegangen. Finde ich gut.
Ja, nachziehen. Wenn du jetzt triffst, habe ich verloren. Nee, habe ich eigentlich nicht, weil ich wieder treffe. Das kann noch unentschieden gehen. Ich muss jetzt auf deinen Kopf ganz genau gucken. Ganz genau. Ich habe Angst. Nein! Du hast so gewonnen jetzt. Ich hab's riskiert. Scheiße. Ich wollte erst ganz in die Ecke reinziehen, mir voll spannend. Ja, krass, wie viele Elfmeter wir treffen. Yes! Jawohl. Perfekt verladen, die komplett andere Ecke. Als ob. 11 Elfmeter beide. Beide 6 rein. Willst du noch einen Showdown oder nicht? Das ist jetzt die Frage. Können wir gerne machen. Ja, super. Dann verliere ich nur. So, das heißt, einer von uns muss jetzt verkacken, damit es der Showdown beendet ist. Weil sonst ist das Spiel beendet. Nein! Ja! 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 Was ja. mach ich? Ich hab gedacht, du schießt in die Mitte. Ja, ich wollte. Ich muss jetzt eigentlich nur einen Satz sagen und dann weißt du nicht mehr, was du machen musst. In die Ecke. Die Ecke, die muss ich jetzt nehmen. Ja, dann nimm die Ecke. Mit diesem Satz weißt du nicht mehr, was du machen sollst. Mhm. In die Ecke. Leck. Mike, willst du mich verarschen? Jetzt geht's weiter, weißt du, ne? Ja, gleich geht's nicht mehr weiter. Ja, jetzt, genau jetzt hört's einfach auf. Ja, nein. Warum krieg ich auch immer rot? Ich versteh's nicht. Ja, vorbei. Das war's. Gutes Spiel, GG. Ja, unentschieden. Ja, gut, Leute, dann lassen wir's dabei. Dann gibt's hier doch keinen Showdown. Das funktioniert alles ganz, ganz kritisch. Wir einigen uns einfach hier schön weihnachtlich, fröhlich auf ein Unentschieden. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder bei Türchen Nummer 21. Ich bedanke mich auch hier bei dir, Dennis, dass du dabei warst. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis dahin und ciao, ciao. Bye, bye.